Es ist kaum zu glauben, aber wahr. Die nächste Panne im NSU-Fall. Guten Abend zur Phoenix-Runde. Für die Angehörigen der Mordopfer muss es unfassbar sein. Sie haben ihre Kräfte gesammelt, Hotelzimmer gebucht, wollten der mutmaßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe in die Augen blicken. Doch nun müssen sie noch rund 2,5 Wochen warten. Der NSU-Prozess startet erst am 6. Mai. Das Akkreditierungsverfahren für die Presse startet nämlich neu. Dabei hätten wir schon jetzt erste Einblicke in das Terrornetzwerk bekommen können. Aber warum tun sich eigentlich alle so schwer mit diesem Fall? Warum die ganzen Pannen von Anfang an? Wann kommt alles schonungslos ans Tageslicht? NSU-Morde vor Gericht, letzte Chance für Gerechtigkeit? Darüber diskutiere ich jetzt mit meinen Gästen hier in der Phoenix-Runde. İsmail Erel, stellvertretender Chefredakteur der türkischen Zeitung Sabah. Er sagt, das Akkreditierungsverfahren war weder transparent noch gerecht, es war einfach fehlerhaft. Eva Högel, Obfrau der SPD im NSU-Untersuchungsausschuss. Der Ausschuss hat ein ungeheures Staatsversagen offengelegt, meint Högel. Jetzt geht es darum, aus den Fehlern und Versäumnissen die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Thomas Kuban, Experte für Rechtsextremismus und Journalist. Er sagt, ich habe bei meinen Recherchen in der Neonazi-Bewegung vielfach miterlebt, wie Sicherheitsbehörden schon an wesentlich einfacheren Aufgaben als der Aufklärung terroristischer Morde gescheitert sind. Und Stefan Lukas, Rechtsanwalt und Vertreter der Hinterbliebenen, Semiha Şimşek, der Tochter des ersten NSU-Opfers aus Nürnberg. Er sagt, das Oberlandesgericht München hätte seine Entscheidung für ein neues Akkreditierungsverfahren nicht von der Entscheidung des Verfassungsgerichts abhängig machen sollen. Es hätte sofort reagieren müssen, der Prozess hätte nicht verschoben werden müssen und den Hinterbliebenen der Opfer wäre vieles erspart geblieben. Herr Lukas, wie geht es Ihren Mandanten? Jetzt wurde tatsächlich dieser Prozess verschoben. Man hat sich da ewig drauf vorbereitet. Wie gehen Sie damit um? Also für Semiha Şimşek und ihren Bruder Kerim, muss man so sagen, ist eine Welt zusammengebrochen. Ich hatte Sonntag mit Semiha Şimşek telefoniert, als noch klar war, dass Mittwoch der Prozess losgehen würde. Und ich habe sie da kaum wiedererkannt, weil sie da so unter einem Druck stand. Sie hat mir das so erklärt. Sie sagte, eigentlich geht alles jetzt noch mal los, was ich vor 13 Jahren erlebt habe. Was ja auch klar ist, in dem Prozess wird alles noch mal aufgerollt. Es wird der Tathergang genauso geklärt wie mit den Zeugen gesprochen, mit den Ermittlern von damals, die sich zunächst um das Verfahren gekümmert hatten. Und das hat sie sehr, sehr belastet, das alles jetzt wieder so an sich ranlassen zu müssen. Aber so ist der Mensch. Er ist natürlich in der Lage, sich in solchen Extremsituationen mit entsprechender Vorbereitung stark genug zu machen, um sowas schultern zu können. Und sie hat sich die letzten Tage völlig auf diesen Prozess konzentriert, um dann 2 Tage vor Prozessbeginn zu erfahren, das wäre nicht notwendig gewesen, komm wieder runter und mach das in 3 Wochen nochmal so. Und das war ein Fall in ein ganz tiefes Loch. Also es ist ganz, ganz schwierig, damit umzugehen. Emotional damit umzugehen. Herr Erel, Ihre Zeitung hat ja nun geklagt. Nun wird das Akkreditierungsverfahren, darum ging es eben, weil es 50 Plätze gab und keine türkischen Medien dabei waren, wieder von neuem gestartet, damit auch türkische Medien die Chance haben. Sind Sie zufrieden damit, wie es jetzt ausgegangen ist? Eigentlich nicht. Das ist für uns die zweitbeste Lösung gewesen. Wir haben ja dagegen geklagt, weil dieses Akkreditierungsverfahren eben fehlerhaft war. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja 2 Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen. Das erste war einen Neubeginn und das andere war, dass man einfach mindestens 3 Stühle hinstellt. Und wir sind eigentlich fest davon ausgegangen, dass 3 Stühle hingestellt werden. Und somit werden die türkischen Medien vertreten. Das Gericht hätte innerhalb 2 Tagen wahrscheinlich 3 Stühle aufstellen können und der Prozess wäre nicht verschoben. Mhm. Frau Högel, hatte das Gericht überhaupt eine andere Möglichkeit, als jetzt so zu handeln? Weil auch dann wäre es schwierig gewesen. Wer bekommt diese 3 Stühle? Wer bekommt die Plätze? War das eigentlich fast klar, dass es darauf hinausläuft? Das Gericht hatte von Anfang an viele Möglichkeiten zu handeln. Und was ich wahrgenommen habe, ist, dass das Gericht ganz offensichtlich die Bedeutung dieses Prozesses nicht richtig eingeschätzt hat. Und ich als Politikerin enthalte mich der Kritik an dem Oberlandesgericht. Aber ich sage schon, dass man viele andere Wege hätte finden können. Der Prozess gegen Jörg Kachelmann hat das gezeigt, dass man einen speziellen Pool für ausländische Medien auch machen kann. Es war offenkundig, dass insbesondere türkische Medienvertreterinnen und Vertreter ein großes Interesse an diesem Prozess haben. Und da hätte es diverse Möglichkeiten gegeben, einen Pool. Man kann auch an eine Übertragung in einen anderen Raum denken, etwa von Tonaufnahmen oder auch Ton und Bild. Das Gericht hat sich für diese Variante entschieden. Ich muss aber sagen, ich habe es begrüßt, dass das Gericht jetzt den Prozessauftakt verschoben hat. Ich weiß, wie grausam das ist für die Opfer und die Angehörigen.
Aber ich finde es richtig, dass Gericht sich jetzt noch mal Zeit nimmt und vielleicht alles reflektiert und verbinde damit die Hoffnung, dass es jetzt sensibler agiert und eine bessere Lösung findet. Ja, Herr Kuban, dieser NSU-Prozess wird ja tatsächlich international beobachtet. Sie sind in der rechtsextremen Szene unterwegs als Journalist undercover, deswegen vielleicht auch kurz zur Erklärung, tatsächlich mit Mütze, mit Sonnenbrille, um unerkannt bleiben zu können. Es geht ja nun tatsächlich um auch Staatsversagen, mutmaßliches. Es geht um Rechtsterror. Geht das Gericht da sensibel genug mit um? Hat man überhaupt diese Sensibilität momentan? Also diese Vorgeschichte des NSU-Prozesses empfinde ich als peinlich aus Sicht des Gerichts. Da wird das eigene Image mit Bravour zerstört, kann man sagen, wenn man schon praktisch bei der Platzvergabe für Journalisten scheitert. Insgesamt ist es so, dass leider dieses staatliche Versagen, das bei diesem Thema NSU immer wieder auf der Tagesordnung steht, noch viel größere Dimensionen hat. Ich habe das jetzt jahrelang erlebt bei Neonazi-Konzerten. Es kommt dort eben regelmäßig zu Straftaten. Es werden Hitlergrüße gezeigt, es wird Sieg Heil gerufen. Es werden menschenverachtende, volksverhetzende Lieder gesungen, in denen zum Mord an Ausländern und an Juden aufgerufen wird. Und teilweise steht die Polizei sogar im Konzertzelt und greift nicht ein. Man steht einfach nur ratlos da. Wo das Vertrauen jetzt noch einmal, das ja auch durch solche Geschichten, die Sie teilweise auch veröffentlicht haben oder die bekannt sind, noch mal wirklich strapaziert? Das Vertrauen vor allem der Angehörigen? Ja, wissen Sie, wir müssen immer fragen, wie kommt es am Ende an? Wir haben hier verschiedene Quellen. Wir haben einmal ein Ermittlungsverfahren gehabt, das losging mit dem ersten Mord, nämlich am Mord. Beim Mord an Enver Şimşek, bei dem viele, viele Fehler gemacht wurden, die ich jetzt zumindest mal nicht bewerten möchte, inwieweit Vorsatz, Fahrlässigkeit oder einfach nur ganz normales menschliches Versagen eine Rolle gespielt haben soll. Wir haben dann die Situation gehabt, dass die Bundesregierung versprochen hatte, jetzt alles zu tun, um diese Fehler aufzuklären. Und dann kommen die nächsten Fehler beim Aufklären der Fehler. Ich sage nur Stichwort Aktenschredderei, ohne auch das jetzt nochmal hervorwühlen zu wollen. Jetzt kommt die Justiz und es läuft alles andere als astrein. Jetzt kann man sagen, das ist jetzt wieder eine neue Geschichte, weil das ist eine weitere Säule, nämlich die Judikatur. Aber dass jetzt im Ausland zum Beispiel, aber auch bei den Hinterbliebenen, das natürlich nicht strikt getrennt wird, sondern insgesamt gesehen wird, dass nichts funktioniert. Das ist, glaube ich, klar. Und deswegen sehe ich es auch so, dass das Gericht mehr eine Aufgabe hatte, als nur sich hinzustellen und zu sagen, wir sind souverän und unabhängig, was gar keine Frage ist. Aber das Gericht musste sich klar sein, welche Wirkung sie erzeugen mit zum Beispiel solchen Geschichten jetzt, dass das Akkreditierungsverfahren neu gemacht werden muss und zunächst kein einziger türkischer Medienvertreter einen Platz gefunden hat. Und dass das Unsicherheiten schürt und bestätigt, steht außer Frage. Vor allem Wirkung eben auch im Ausland, gerade in der Türkei. Dort wird der Prozess noch mal ja doch wirklich mit Argusaugen beobachtet. Ist da das Verhältnis jetzt noch mal zerrütteter? Weil wenn man sich es andersrum vorstellt, tatsächlich, das wäre in der Türkei passiert, dass dort 10 Deutsche ermordet worden wären. Dort wären Akten geschreddert worden. Dieser Prozess wäre so gelaufen. Kann man sich vorstellen, was hier los wäre? Ja, bestimmt. Zum Ersten denke ich mal, gäbe es dann in der Türkei wahrscheinlich nicht diese komischen Ausreden, wie er hätte rechts und links verwechselt, als er die Akten geschreddert hat. Und zum die könnte es da durchaus auch geben, das weiß man immer. Ja, von den Antworten her, die sind ja, also wenn man das alles so rausgehört hat, waren da schon sehr merkwürdige Antworten dabei. Also ich denke, wenn das Gleiche in der Türkei gewesen wäre, dann gehe ich eigentlich fest davon aus, dass es ein Kontingent gegeben hätte für ausländische Medien. Mhm. Und wenn es jetzt Deutsche gewesen wären, kann man davon ausgehen, dass es zwei große Fernsehsender plus mindestens 4, 5 große Zeitungen, dass die bestimmt einen festen Platz bekommen hätten. Aber ist das Verhältnis jetzt tatsächlich zerrütteter? Es ist ja sowieso schon immer schwierig zwischen Deutschland und der Türkei. Oder sieht man jetzt auch Goodwill, man versucht das wirklich zu lösen? Also ich denke schon, dass das Verhältnis immer noch gut ist, auf höchster Ebene ist. Weil im Endeffekt weiß die türkische Regierung bestimmt auch, dass man dem Gericht nicht vorgeben kann, wie es zu entscheiden hat oder was es zu machen hat. Und deswegen denke ich, haben die meisten Politiker in der Türkei oder aber auch hier in Deutschland es wahrscheinlich begrüßt, dass wir vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind. Denn das war der einzig richtige Weg, um das Münchner Oberlandesgericht irgendwie doch zur Vernunft zu zwingen. Jetzt kommt allerdings doch relativ viel Druck, auch aus Ankara, von Politikern. Da wird nochmal gesagt, macht's doch besser so, macht's doch besser so. Ist das zu viel des Guten momentan? Ja, man sollte mit der Kritik an einem Gericht auch nicht überziehen. Im Endeffekt sind es ja
auch nur Menschen, die versuchen, richtig zu handeln. Aber aus Angst, Fehler zu machen, haben sie leider viel zu viele Fehler gemacht. Frau Högel, aber ist das jetzt gerade schwierig, da wirklich das Mittelmaß zu finden, um jetzt noch mal einmal kurz eben bei der Außenwahrnehmung zu bleiben? Auch gerade der Untersuchungsausschuss hat das Problem ja nun sicherlich auch immer wieder. Unsere Aufgabe ist es ja, deutlich zu machen, dass unser Rechtsstaat funktioniert. Wir wollen ja das Vertrauen all derjenigen in den Rechtsstaat wiederherstellen oder diejenigen, die es noch nicht verloren haben, überzeugen, dass der Rechtsstaat funktioniert. Daran arbeitet der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, um zu zeigen, wir klären auf, wir versuchen alles Mögliche, um es zumindest erstmal ans Tageslicht zu bringen, damit darüber diskutiert werden kann. Und auch hier zeigt das Beispiel, und deswegen bin ich Herrn Irre so dankbar, dass er zum Bundesverfassungsgericht gegangen ist. Der Rechtsstaat funktioniert. Es gibt eine Möglichkeit, es gab in diesem Fall einen Rechtsweg und es gibt eine Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Jetzt hat das Oberlandesgericht München natürlich die Aufgabe, eine gute Regelung zu finden. Ganz kurz, vielleicht sagen, Frau Högel, ich sehe da auch gar keinen Widerspruch. Die Mandantschaft, kann ich Ihnen sagen, ist auch mit der Entscheidung hochzufrieden. Und sie haben sehr darunter gelitten, dass kein einziger türkischer Medienvertreter einen garantierten Platz bekommen sollte. Die Kritik setzt ja woanders an. Nicht mal an dem sogenannten Windhundverfahren. Auch das war eine sicherlich zu, eine souveräne. Das schnellste bekommt einen Platz. Das ist ein Verfahren, was durchaus ja legitim ist. Was wir nicht verstanden haben, was ich als Jurist und als Staatsbürger nicht verstehe, warum man nicht immer im Kopf hatte, was passiert, wenn das Windhundverfahren tatsächlich dazu führen sollte, dass am Ende kein türkischer Medienvertreter einen Platz findet. Und da hätte nach meiner Überzeugung das Gericht als Plan B haben müssen, wenn sowas passiert, dann müssen wir das Verfahren nochmal neu machen. Und hätte das Gericht das getan, dann wären wir jetzt 2 Wochen früher dran und dann hätte es das Gericht geschafft, dass wir dennoch diese Woche Mittwoch mit dem Prozess hätten anfangen können. Und das ist die Kritik, dass erst gewartet werden musste, bis das höchste Gericht sagt, so kann es nicht laufen. Die Kritik teile ich 100%. Das ist genau die Kritik, die wir alle am Oberlandesgericht München haben. Man muss nur aufpassen, deswegen sage ich das als Politikerin. Es war irgendwann auf der Ebene der Außenminister. Und da gehört es nicht hin. Ja. Natürlich können die das auch kritisieren. Aber da gehört es eben nicht hin. Und Politiker und Politikerinnen können auch nicht eingreifen. Deswegen habe ich das begrüßt, dass der Weg über das Bundesverfassungsgericht jetzt geht. Und wir nicht den Anschein erwecken, als könnten wir das Oberlandesgericht zu irgendetwas bewegen. Das können wir eben nicht. Und das ist auch gut so, weil wir Gewaltenteilung haben. Ganz klar. Wie hoch sind eigentlich die Erwartungen ans Gericht, auch gerade von den Mandanten? Das geht ja doch relativ auseinander, weil auf der einen Seite natürlich Aufklärung gefordert wird, auf der anderen Seite das Gericht aber auch ein wirklich unangreifbares Urteil fällen will. Ja. Also der Mandantschaft geht es wirklich darum, möglichst viel Aufklärung in den Prozess zu bekommen. Nicht zu verwechseln mit einem Untersuchungsausschuss. Es geht hier darum, dass ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass am Ende ein Urteil dasteht. Das ist, ein Urteil fußt immer auf der Überzeugungsbildung eines Gerichts. Und wichtig ist der Mandantschaft, diese Überzeugungsbildung des Gerichts nachvollziehen zu können. Das heißt, das Wichtigste, und das ist der Anspruch, der gestellt wird, ist, dass das Gericht die Öffentlichkeit mitnehmen muss auf dieser Reise zu dem Urteil hin. Und diese Reise beginnt schon vor einem Prozess. Das heißt, man muss, bevor ein Prozess beginnt, das sichere Gefühl haben, dieses Gericht kann das. Dieses Gericht will Transparenz. Es muss während des Prozesses genauso weitergehen. Am Ende muss ein Urteil stehen, das möglicherweise gar nicht den Schuldspruch mit sich bringt, den sich vielleicht die Mandantschaft wünscht. Also viele rufen danach, dass die Anklage möglichst in vollem Umfang sich bestätigen soll. Ist es so, dass die Mandanten tatsächlich sagen, das möglichst höchste Strafmaß? Nein, eben gerade so nicht. Ich sage Ihnen, es gibt so viele Beispiele in anderen Prozessen, wo ein Hinterbliebener da sitzt und sich denkt, das Urteil ist nicht ganz richtig. Oder der da verurteilt worden ist, ist zu stark verurteilt worden. Das trifft nicht die Wahrheit. Und das befriedigt keinen Hinterbliebenen. Der Hinterbliebene muss mit dem Urteil selbst einen Rechtsfrieden finden können. Und dafür ist wichtig, dass das Gericht erklären kann, warum das Urteil, warum wir auch beim Beurteilen von Fällen an Grenzen stoßen. Wir waren alle nicht dabei und das Gericht muss mit den Beweismitteln am Ende ein sauberes, ein rechtsstaatliches und, wie es das Gericht immer nennt, ein revisionsfestes Urteil hinbekommen. Kann das Gericht das aber leisten? Es wird ja immer gesagt, es ist eben kein Untersuchungsausschuss. Es wird ja vor allem ein Indizienprozess sein, weil auch Beate Zschäpe womöglich nicht viel sagen wird, bis gar nichts. Wissen Sie, bis wir an dem Punkt sind, dass ein Gericht sagen muss, diese Frage kann ich nicht zulassen, muss schon viel passieren. Ich denke, dass schon in dem Prozess es erlaubt sein muss, dass viele Fragen von Hinterbliebenen gestellt werden können. Die Zeit muss da sein und das muss funktionieren. Aber insgesamt ist klar, dass erstmal, wenn man es auf den Punkt bringt, ein Strafverfahren bedeutet, dass die Anklageschrift vom Generalbundesanwalt abgeklopft werden muss auf ihre Nachweisbarkeit. Das Gericht muss schauen, ob es zur Überzeugung kommt, dass die Anklageschrift derart dann ins Urteil münden kann. Herr Kuban, Sie sind eben in der Szene unterwegs, undercover. Was glauben Sie, wird Beate Zschäpe sich äußern oder wird da auch von außen gesagt, mal lieber nicht?
Das ist letztlich Spekulation, das kann ich nicht einschätzen. Oh. Ich nehme eher mal an, dass sie vielleicht nichts sagen wird, nachdem sie jetzt schon so lange geschwiegen hat. Aus meiner Sicht ist einfach der NSU insgesamt ein Produkt dessen, dass man über Jahre hinweg verschlafen hat, die Neonazi-Bewegung wirksam einzudämmen, dass man eben zugeschaut hat, wie sie sich ausdehnt. Und mit der Größe einer solchen Bewegung wächst eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass es ausreichend radikale, extremistische Leute gibt, die dann Terrorakte begehen. Die sind aber auf einen entsprechenden Unterstützerkreis angewiesen. Und wenn die Neonazi-Bewegung eine kleine Szene, eine Randgruppe wäre, dann wäre es ungleich wahrscheinlicher, dass es eben so eine Terrorgruppe nicht erst gegeben hätte. Also sollte man gar nicht mehr von rechter Szene sprechen? Aus meiner Sicht ist es eine Bewegung geworden, denn es ist so, dass die rechtsextremistische Bewegung inzwischen vielen ihrer Mitglieder die Möglichkeit gibt, auch ihr Geld dort zu verdienen, ihre Existenz zu sichern. Es gibt inzwischen großen Versandhandel, es gibt Ladengeschäfte, wo Nazis beschäftigen, wo Nazis einkaufen. Die Gewinne fließen zu einem Teil in die Szene zurück, eben auch in den Rechtskampf, wie das genannt wird. Also wenn jemand eben entsprechend vor Gericht muss, dann fließen da auch die Erlöse aus dem CD-Verkauf beispielsweise mit hinein. Und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Schritt. Wenn ich meinen Lebensunterhalt mit der Politik verdienen kann auf einmal, dann bin ich natürlich als Bewegung ganz anders aufgestellt, wie wenn das alles ehrenamtlich laufen muss. Und gerade beim NSU ist eben klar, dort gab es Unterstützer, dass das nicht ganz alleine laufen konnte, ist relativ klar. Es sind ja auch noch 4 weitere Angeklagte, die dort vor Gericht stehen. Wie sieht das aus, glauben Sie, welches Rechtsstaatgefühl ist noch da? Wir haben eben kurz drüber gesprochen. Ist dieses Gefühl noch da, dass dieses Gericht, jetzt nicht unbedingt das Münchner, sondern ein deutsches Gericht, es tatsächlich schafft, eine Art von Aufklärung machen zu können? Ja, davon gehe ich fest aus. Ich meine, eben das... Die Erwartungen sind unglaublich hoch tatsächlich. Also das aber vielleicht sollte man diesen Strafprozess auch nicht überfrachten mit allen möglichen Erwartungen. Aber die sind sehr hoch. Ja, aber dieser Strafprozess hat eine Funktion, das hat Herr Lukas ganz genau beschrieben. Ja. Dieser Strafprozess wird es nicht leisten können, alle Fragen rund um die rechtsextreme Bewegung, alle Fragen hinsichtlich der Auswahl der Opfer. Ja, also ich weiß nicht, ob wir jemals wissen werden, warum Enver Şimşek am 9. September 2000... Aber das wollen die Mandanten wissen. Oder ja, aber man darf das Gericht damit nicht überfrachten, weil vielleicht eine Strafbarkeit von Beate Schäpe trotzdem in Betracht kommt, ja, ohne dass wir jede einzelne Frage beantworten können. Das ist unbefriedigend, das ist völlig klar, aber das geht uns im Untersuchungsausschuss auch so. Das ist völlig unbefriedigend, aber vielleicht sollte man das von vornherein klar machen, dass wir nicht bis ins letzte Detail alle Fragen beantworten können. Das ist ein wesentlicher Job der Nebenklage. Ich nenne es deswegen auch sehr gerne Opferanwalt. Viele wehren sich gegen den Begriff, weil es ist mehr als nur in dem Prozess die richtige Arbeit zu machen, die richtigen Anträge zu stellen, die richtigen Kritikpunkte anzubringen, in Stellungnahmen, die Hinterbliebenen, in dem Fall unsere Mandanten konkret, wissen sehr genau, was von so einem Prozess zu erwarten ist. Das geht schon damit los, dass jetzt nicht eine naive Haltung ist, hoffentlich redet Frau Şimşek, die soll gefälligst sprechen. Sie hat das gute Recht zu schweigen, nach dem jetzigen Stand sieht es so aus und darauf ist die Mandantschaft eingestellt. Trotzdem darf die Mandantschaft sagen, wir wünschen uns, dass sie spricht. Das ist, so sagen die, das Einzige, was sie jetzt noch tun kann, sie weiß wirklich viel im Zweifel und das würde uns helfen. Und diesen Wunsch dürfen sie äußern, aber natürlich nicht naiv im Kopf durch die Wand gehen und sagen, die soll gefälligst reden und was fällt dir ein zu schweigen. Und das erlebe ich immer wieder auch in Prozessen, dass ich, wenn ich verteidige, von der Nebenklageseite, oft von den Anwälten auf der anderen Seite angefeindet werde, warum ich meine Mandantin, meinen Mandanten schweigen lasse. Das heißt, man muss das so nüchtern sehen, wie sie es gerade getan haben und gleichzeitig trotzdem hoffen, dass wir sehr nah drankommen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, das Gericht kann das ja alles auch zeigen. Das Gericht schafft es ja durch die Art und Weise, wie es mit Anträgen zum Beispiel umgeht, uns zu zeigen, wo sind auch Grenzen erreicht. Aber da fällt immer wieder derselbe Begriff, Transparenz. Das ist wichtig. Woran es vor allem lange Zeit gefehlt hat, wenn wir nochmal zurückblicken. Es ist ja wirklich kein Fall, der einfach ist. Man hat selber Schwierigkeiten tatsächlich aufzuzählen, wie viele Pannen da überhaupt passiert sind. Wenn Sie haben es die ganze Zeit sozusagen verfolgt, als Journalist auch berichtet, hat man da wirklich diesen Moment gehabt, dass man gesagt hat, was passiert hier? Ist das bewusst, ist das unbewusst? Sind Sie damit auch umgegangen oder gehen damit um? Ja, spätestens nach dem Untersuchungsausschuss ist uns schon klar geworden, dass diese Pannenserien kein Ende haben. Weil fast bei jeder Tagung kamen neuere Sachen ans Tageslicht. Und ich denke mal, die Landesverfassungsschutzämter haben einfach geschlafen. Und ich möchte
nicht mal wissen, was alles im Moment noch geheim bleibt. Also es gibt viele Akten, die wahrscheinlich nie auftauchen werden. Das Gefühl habe ich. Also das Vertrauen in den Rechtsstaat ist da. Die Gerichte, auch das Münchner Oberlandesgericht, wird korrekt verlaufen. Da habe ich überhaupt keine Zweifel. Der Prozess wird fair sein, korrekt sein. Aber Vertrauen in zum Beispiel in einen Verfassungsschutz, denke ich, wird keiner mehr so leicht haben. Was glauben Sie, wie viele Akten schlummern da noch, die Sie natürlich auch gerne in die Finger kriegen würden? Ja, so genau weiß ich das natürlich auch nicht. Wir haben jetzt das Gefühl, dass wir doch eigentlich alles bekommen haben, was wir haben wollten. Manchmal hat es ein bisschen länger gedauert. Das Thema Aktenschreddern war natürlich sehr schlecht. Ich behaupte sogar, die geschredderten Akten haben mehr Vertrauen beseitigt, ja, das Vertrauen mehr erschüttert als die ganzen Fehler vorher. Ja, weil das nochmal so ein Signal an die Opfer und die Angehörigen auch war. Damals gab es Versagen des Rechtsstaates ja auf allen Ebenen, Polizei, Verfassungsschutz, Justiz, auch auf der politischen Ebene. Und jetzt bei der Aufklärung versagen die Behörden nochmal und das Versprechen, was die Kanzlerin gegeben hat, wird nicht eingelöst. Jetzt tun wir aber alles, um aufzuklären. Also wir hatten im Untersuchungsausschuss durchaus Schwierigkeiten, die Unterlagen zu bekommen. Wir mussten auch manchmal mit Klage drohen, ja, zum Glück nicht zu häufig. Aber das Signal an die Opfer und die Angehörigen, dass sich der Staat jetzt sogar so schwer tut, an der Aufklärung mitzuarbeiten, ist meiner Meinung nach ein ganz fatales. Das ist tatsächlich so. Man hatte das Gefühl bei der Gedenkfeier, ich hatte da mit vielen Politikern sprechen können, man hatte das Gefühl der Ohnmacht bei vielen gehabt. Also da hat man mal grundsätzlich sehr, also erstaunlich in einem Boot gefühlt. Das war also eine sehr, ich nenne es mal ganz vorsichtig, eine gute Grundstimmung. Die Politiker haben sehr offen mit den Hinterbliebenen gesprochen. Und es war so eine gefühlte Aufbruchsstimmung nach dem Motto, jetzt klären wir das aber alles auf. Ich habe Politiker gesprochen, die gesagt haben, wir haben das nicht für möglich gehalten, denen ich das abgenommen habe. Aber dann ist dieser Tag Null sozusagen, an dem versprochen wird, jetzt geht's los. Wir werden das mit unseren vielen rechtsstaatlichen Möglichkeiten in Deutschland richtig machen jetzt. Und da muss man es ganz salopp sagen, es hätte da nichts mehr schiefgehen dürfen. Das hätte einfach nicht passieren können. Und jeder Laie, jeder, der das Ganze mitverfolgt, kann fast nicht glauben, dass weitere Fehler passieren. Wenn etwas derart zur Chefsache erklärt werden muss und wir so viele Möglichkeiten haben und dieser Staat immer noch so ein Grundvertrauen bekommen hat, ist es nicht erkennbar für den Laien, für den Nichtpolitiker, wie es passieren konnte, dass dann beim Aufklären diese Fehler wieder entstehen. Und das ist eigentlich das, was so eine Verzweiflung, was wahrscheinlich wirklich den viel größeren Riss dann auch bewirkt hat. Ja. Aber das Gute ist ja, wir finden es ja raus. Also ich hoffe, dass Sie auch den Eindruck teilen, den viele meiner Meinung nach zu Recht haben vom Untersuchungsausschuss. Wir finden es ja raus. Wir halten zusammen. Das ist ja wirklich ein Kleinod im Deutschen Bundestag, dieser Untersuchungsausschuss. Wir arbeiten partei- und fraktionsübergreifend zusammen. Das ist sehr selten im Deutschen Bundestag. Wir haben uns gesagt, bei diesem Thema rechtsextremen Terror müssen wir alle zusammenstehen. Alle Parteien, alle Fraktionen, das macht uns stark. Aber das, was wir gefunden haben, ja, das hat uns alle wirklich fassungslos gemacht und macht es noch immer. Dieses flächendeckende Versagen der Sicherheitsbehörden. Und ich teile absolut das, was Sie gesagt haben. Ich halte das für die Hauptursache. Der Rechtsextremismus ist systematisch verharmlost worden. Man hat ihn nicht gesehen als Gefahr für unsere Demokratie. Man hat weggeschaut. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bevor ich das erste Mal gesagt habe, die Behörden waren auf dem rechten Auge blind. Aber ich bleibe dabei, dass das so war. Und die Sicht auf die Opfer. Das ist etwas, was mich sehr erschüttert hat und immer noch tut, dass die Opfer sofort als kriminelles Milieu, als aus dem kriminellen Milieu kommend, ja, ich will das gar nicht wiederholen, was da alles an falschen Verdächtigungen gewesen ist. Das hat mich sehr erschüttert, dass die Tatsache, dass 9 der 10 Mordopfer und die Verletzten beim Sprengstoffanschlag Migrationshintergrund hatten, dazu geführt hat, dass die Ermittlungen in die falsche Richtung gingen. Das ist etwas, woran wir wirklich ganz gründlich arbeiten müssen, dass das nie wieder passiert. Deswegen vielleicht auch eben noch mal mehr Verständnis. Warum jetzt gerade, wenn es einen Prozess gibt, es einem noch mal schwerer fällt, sozusagen, dass es verschoben wird, dass man eigentlich zeigen will, das ist das. Also, wir wollen Gerechtigkeit. Das hat jetzt ja sehr auf den Punkt gebracht. Das, was Sie gesagt haben, erklärt ja, warum zu Recht die Hinterbliebenen hoch verunsichert sein dürfen, hoch unzufrieden sein dürfen. Und bei dem Prozess jetzt geht es gefühlt für die genauso weiter. Es ist ja schon im Vorfeld, und das ist das, was so ärgerlich war, eine sehr deutliche Unsensibilität seitens des Gerichts. Das sind ja berechtigte Belange in den letzten Wochen immer wieder laut geworden. Die Hinterbliebenen haben zusammen mit ihren Anwälten gefordert, man möge doch die Zeugen sehen von den Plätzen aus, auf denen wir dann im Sitzungssaal sehen. Das ist ein ganz
ganz vernünftiger Ansatz zu sagen, wenn wir einen Zeugen vernehmen, wollen wir das Gesicht vom Zeugen sehen. In Stuttgart wird es ganz normal seit Jahren praktiziert, dass auf eine Leinwand die Zeugen projiziert werden, so dass die sich auch nicht sehen müssen dabei, Leinwand ist etwas versetzt gestellt. Als sowas gefordert wurde, kam seitens der Justiz, ist frei zitiert, der Satz, wir machen hier kein Public Viewing. Und mit solchen Sätzen wird genau das Gegenteil bewirkt. Der Satz hätte ja auch lauten können, das, was ihr da wollt, das ist völlig verständlich. Und wir suchen jetzt nach Möglichkeiten. Möglicherweise eine Leinwand, wir müssen aber erstmal prüfen, ob das geht. Eine solche Antwort wäre doch weise gewesen und hätte uns das Gefühl vermittelt, da wird wirklich was getan. Aber mit diesen doch sehr knappen, oft unwirschen, abkanzelnden Sätzen ist da bereits wieder Vertrauen erschüttert worden. Und es wäre so wichtig gewesen, dass von Anfang an jetzt, wenn die Justiz dran ist, wenn jetzt, weil nur, das müssen wir uns ja klar machen, nur das Gericht kann am Ende... Da das Fingerspitzengefühl zu haben und tatsächlich das Feingefühl, das wird eben dem Gericht immer wieder vorgeworfen. Herr Kuban, es gibt ja nun, als man dann sozusagen ermittlungstechnisch so weit war, zu sagen, es waren Rechtsterroristen, mutmaßliche, die hinter diesen Verbrechen stehen. Man hat gesagt, wir machen ein gemeinsames Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus. Es gibt eine Neonazi-Datei. Sind das die richtigen Schritte? Kann das wirklich helfen in dieser Szene? Ich weiß, Sie wollen die rechte Szene nicht so unbedingt als rechte Szene stehen lassen, aber dort wirklich was machen zu können? Das sind sicherlich kleine Schritte, aber bei weitem nicht ausreichend. Das ist einfach so, dass die Neonazi-Bewegung international operiert, staatenübergreifend. Und da ist es halt schon mal per se schlecht, dass in Deutschland aufgrund des Föderalismus die Landeskriminalämter bei der Polizei für die präventive, die vorbeugende Beobachtung der Neonazi-Bewegung zuständig sind. Das müsste mindestens beim Bundeskriminalamt angesiedelt sein oder gar bei Europol. Denn so können die Nazis mit der Polizei ihre Spielchen treiben. Die machen zum Beispiel einen Treffpunkt zu einem konspirativen Neonazi-Konzert in einem Dreiländereck. Dann ist zum Beispiel der Treffpunkt noch in Deutschland. Die deutsche Polizei ist da. Ja, dann wechseln die mal kurz nach Belgien oder nach Frankreich, weil sie eh immer dann 2, 3, 4 Hallen gleichzeitig anmieten, um Ausweichmöglichkeiten zu haben. Und die Polizei bleibt hinter der Grenze zurück. Das ist also einfach schon mal strukturell schlecht. Zum anderen müsste auch über den Verfassungsschutz als solches noch mal tiefergehend diskutiert werden. Auch da gab es zumindest eine Mini-Reform, aber auch da sind nicht alle glücklich mit. Der Verfassungsschutz ist ja eigentlich, wie der Name sagt, da die Verfassung zu schützen. Er müsste entsprechende Informationen liefern. Und es ist einfach so, dass seit vielen Jahren der Verfassungsschutz immer wieder durch extrem schlechte Arbeitsergebnisse auffällt. Was glauben Sie, woran das liegt? Tatsächlich an der Struktur? Das ist schwer einzuschätzen. Der Verfassungsschutz ist ein Geheimdienst, das ist eine Blackbox, da sieht keiner so richtig rein. Fakt ist halt, wenn man sich in der Materie auskennt und die Verfassungsschutzberichte liest, dann stellt man da an allen möglichen Stellen fest, dass es nicht stimmt, dass es unvollständig ist, dass es verharmlost. Ich erinnere an das Neonazi-Netzwerk Blatt und Anner, das europaweit eine ganz zentrale Rolle im Bereich der Nachwuchswerbung spielt. Das Neonazi-Netzwerk Blatt und Anner ist in Deutschland verboten worden. Dann gab es schon ruckzuck Nachfolgebestrebungen, konnte ich feststellen bei Konzerten, dass zum Beispiel Security, Nazi-Security da ist mit T-Shirts, Division 28 Deutschland. Die 28 ist der Zahlencode, alphabetische Reihenfolge steht für BH wie Blatt und Anner. Ja, der Verfassungsschutz hat zu dem Zeitpunkt immer noch behauptet, es gibt keine Nachfolgebestrebungen. Auch als es um das Terrornetzwerk Combat 18, den bewaffneten Arm von Blatt und Anner ging, hat der Verfassungsschutz lange gesagt, nee, sowas gibt es hier nicht. Das sind alles nur Wichtigtour, die diesen Code verwenden, Combat 18 in Deutschland. Ja, 2,5 Monate später hat damals die Polizei Combat 18 Pinneberg ausgehoben. Das heißt, weiß man es wirklich nicht oder will man es nicht so richtig sehen? Das ist ja die große Frage. Es ist eben bei einem Geheimdienst nur feststellbar im Ergebnis, dass es unzureichend ist, was da gearbeitet worden ist. An was das konkret liegt, ist letztlich Spekulation. Ja, Frau Högel, woran liegt es? Das ist ja wirklich auch die Frage, die man sich beim NSU immer wieder stellt. Einmal dieses auf dem rechten Auge blind. Ist es tatsächlich, weil man einfach die Strukturen nicht hat, weil die falsch sind? Oder weil es vielleicht auch für Deutschland image-schädigend ist, V-Leute da sind? Man weiß es nicht genau. Woran liegt? Also wir haben alles gefunden. Wir haben individuelles Versagen gefunden, also dass einzelne Personen auf ihrem Arbeitsplatz nicht gut gearbeitet haben. Wir haben gefunden strukturelles Versagen. Ich will ein Beispiel nennen. Wir hatten zum Beispiel beim Brandenburger Verfassungsschutz die Information, dass die drei, das Trio, als sie untergetaucht waren, mit Waffen versorgt werden aus der Szene heraus und Überfälle begehen. Diese Information lag beim Verfassungsschutz vor, hat aber die Polizei nicht erreicht. Die Polizei hat das Trio gesucht und hat aber diese Information nicht bekommen, die ja wichtig gewesen wäre. Ja. Also es gibt ganz unterschiedliche Dinge. Meiner Meinung nach hat der Verfassungsschutz
Verfassungsschutz aber komplett versagt bei diesem Thema Rechtsextremismus, weil er Rechtsextremismus verharmlost hat, ja, also weil sie das überhaupt nicht gesehen haben. Sie hatten zum Beispiel theoretisches Wissen, dass bei rechtsextremen Anschlägen es kein Bekennerschreiben gibt. Das kennzeichnet rechtsextreme Straftaten. Das war bekannt. Gab's in diesen Fällen dieses Wissen nicht. Wurde aber nicht in Verhältnis gebracht zu diesen vorliegenden Straftaten. Und uns wird jetzt im Untersuchungsausschuss immer gesagt, wir konnten es ja gar nicht wissen, dass es rechtsextrem im Hintergrund hatte, weil wir kein Bekennerschreiben hatten. Ja. Ja? Also so kommen die Sachen nicht zusammen. Neues. An sich weiß man, dass das auch ein Mittel sein kann, wie Terror stattfindet und eben nicht durch Bekennerschreiben transportiert ganz wird. Ganz genau. Oder zum Beispiel die drei, als sie untergetaucht sind, dann tauchen die noch Jahre später beim Verfassungsschutz in einem Bericht auf, werden erwähnt als die drei untergetauchten jener Bombenbastler und dann steht da, die tun aber nichts, die begehen keine Straftaten. Ja, da habe ich gefragt, woher wusste man das eigentlich beim Verfassungsschutz? Ja, wir haben nichts gehört, wir sind davon ausgegangen. Ja, was haben Sie denn mal nachgefragt oder so? Ja, nicht, also es gibt so eine Mixtur, das macht es so schwer, die eine Erklärung zu finden, weil es so ganz viele verschiedene Fehler waren, die unglücklicherweise bei dieser Sache zusammengekommen sind. Liegt das daran, dass man in Deutschland Rechtsextremismus allgemein eher herunterspielt, als eben eine kleine Szene, die es gibt, aber die nicht gefährlich werden kann? Das Gefühl ist seit dem NSU-Skandal, glaube ich, wieder erstärkt. Das Gefühl habe ich inzwischen, ja. Mhm. Also ich glaube schon, dass da manche Sicherheitsbehörden auf dem rechten Auge blind sind, die verharmlosen die rechte Gefahr. Und ich denke, da muss man aktiv dagegen vorgehen. Wie kann man denn dagegen vorgehen? Es gibt eben schon verschiedene Neuerungen, aber ob die helfen, da haben Sie jetzt gerade gesagt, nicht unbedingt. Also ich gehe mal. Also das, die Frage ist ja, wie konnte sich das Trio eigentlich so lange verstecken? Da muss es doch Unterstützer gegeben haben. Nach den letzten Medienberichten jetzt das Umfeld fast 130 Personen. Aber auf der anderen Seite geht mir der Verdacht nicht aus dem Kopf, dass es doch irgendwo bei den Sicherheitsbehörden ein Leck gibt, dass dieses Trio irgendwie mit Informationen geliefert haben muss. Das ist ein Verdacht, den ich nicht aus dem Kopf bekomme. Deshalb ist bei mir, wie gesagt, auch das Vertrauen in den Verfassungsschutz hin. Also, wenn ich das sagen darf, was auffällt bei dem ganzen Thema NSU, rechter Terror, die Politik hält sich, sage ich jetzt mal ganz allgemein, Sie können jetzt natürlich einzelne rauspicken, das ist ganz klar, aber hält sich erstaunlich zurück. Wir haben das wenn wir jetzt mal den Vergleich uns trauen mit den großen RAF-Prozessen, auch mit den Prozessen, die in Deutschland möglich wurden nach dem 11. September 2001, die sogenannten Terrorhelferprozesse, da hat die Politik oft sehr, sehr schnell geschossen. Die Politik hat sich klar positioniert, wie sie zu diesem Terror steht. Die Politik hat sehr früh Gesetzentwürfe ins Rollen gebracht, ob es immer gut war. Aber die Politik hat sich klar geäußert. Hier ist der Standardsatz aus der Regierung immer wieder zu hören, wir wollen doch erst mal den Ausgang des Verfahrens abwarten. Und das ist das, was mich so irritiert. Vordergründig haben wir eine ganz schlimme Situation. Es sind 10 Menschen getötet worden. Das ist ganz, ganz schrecklich. Aber tiefgründig muss man eins sagen, es ist, wenn wir am Ende von Terrorismus sprechen, wenn auch das Gericht von Terror spricht, dann ist es ein Angriff, wie bei RAF, wie auch bei den Angriffen nach dem 11. September, ab dem 11. September, ein Angriff auf die bundesrepublikanische Ordnung. Und damit ist ein Angriff auf uns alle. Und das scheint nicht richtig verinnerlicht zu sein, sondern es geht immer darum, es ist eine kleine Gruppe Rechter, kleine Gruppe Migrationshintergründige. Warum spielt man es und warum hat man sozusagen ja auch gleich von Anfang an nicht gedacht oder gesagt, das könnten Rechtsextreme sein, sondern das muss kriminelles Milieu zwischen Türken, zwischen Migranten sein? Warum geht das immer noch in diese Richtung? Man kann immer nur mutmaßen, aber ich war umgekehrt sehr erstaunt, ohne die Debatte jetzt nochmal lostreten zu wollen. Aber es ist ja kein Geheimnis, dass mit einem Buch vor einigen Jahren von Herrn Sarrazin eine ganz breite Masse erreicht wurde. Und es ist bis zu einem gewissen Grad möglicherweise schon salonfähig, das alles auch kritisch zu sehen mit den vielen, vielen Menschen in Deutschland, die einen Migrationshintergrund haben. Und vielleicht gibt es andere Themen, wo es der Politik leichter fällt, sich klar zu positionieren, weil sie weiß, wo sie bei den möglichen Wählern auch steht. Vielleicht ist es nicht ganz so attraktiv, sich so deutlich zu positionieren und eine ganz klare Lanze zu brechen für diese vielen, vielen Menschen in Deutschland mit dem Migrationshintergrund. Ich möchte nur eine Sache hier nicht so stehen lassen in der Runde, nämlich das, was Sie geäußert haben, dass die Behörden das Terrortrio unterstützt haben. Das will ich noch mal ganz deutlich sagen. Dafür haben wir keinerlei Beleg gefunden. Ja. Wir haben wirklich das Unterste zu Oberst gekehrt. Ja. Und das ist ein ganz starker Vorwurf. Das hieße nämlich, dass es bei uns in den Behörden toleriert wurde, dass eine rechtsextreme
schlimme Mörderbande durch Deutschland zieht und Personen ermordet. Sondern dass es da ein Leck gibt und damit meine ich ganz klar die V-Männer. Mit Namen genannt. Also, und damit geht es gibt dieses Leck bei das hieß aber, dass es V-Männer gegeben hat, die gewusst haben, dass die Morde begehen. Ja? Dass sie zumindest Straftaten begehen. Wenn es jetzt heißt, dass viele V-Männer es in diesem Umfeld von diesem Trio gegeben hat, dann muss es doch dafür irgendeine Erklärung geben, weshalb, warum. Also, wenn ich das kurz noch mal sagen darf, dafür haben wir keinen Beleg. Es gibt nicht einen einzelnen V-Mann, den wir haben, der gewusst hat, dass die drei Morde begangen haben. Das haben wir nicht gefunden. Mhm. Ich finde die Erklärung, die wir jetzt haben, dass Rechtsextremismus flächendeckend verharmlost wurde, nicht als Gefahr für unsere Demokratie gesehen wurde und die Opfer in eine kriminelle Ecke gestellt wurden und deswegen nicht nach Rechtsextremismus gesucht wurde bei den Mordermittlungen, in diese Richtung ermittelt wurde. Viel brutaler, als wenn ich die Erklärung bieten könnte, es gibt eine Handvoll Rechtsextreme beim Verfassungsschutz. Das finde ich viel grundsätzlicher und das greift genau das auf, Herr Lukas, was Sie gesagt haben. Ja. Wir in unserer Gesellschaft müssen uns mal fragen, wie sehen wir eigentlich diejenigen, die Opfer geworden sind? Welche Vorurteile haben wir eigentlich? Nicht nur in unseren Sicherheitsbehörden, sondern in der gesamten Gesellschaft. Ganz denn richtig. Die Sicherheitsbehörden sind ja repräsentativ für Aber unsere Gesellschaft. Aber das ist ja auch das Besondere an diesem Fall, dass tatsächlich auch eben diese Gefühle, diese Gedanken aufkommen, ob da alles mit rechten Dingen zugeht oder nicht. Und deswegen muss man da eben auch gerade sehr vorsichtig sein. Ist Rechtsradikalismus tatsächlich in der Gesellschaft verankerter, als wir denken? Also es gab ja immer wieder Studien, die belegt haben, dass ein großer Teil der Bevölkerung, teilweise über 50%, fremdenfeindliche Ressentiments haben, fremdenfeindliches Gedankengut haben. Und damit ist klar, dass die Nazis eben keine Randgruppe sind, sondern letztlich auch aus der Mitte der Gesellschaft herauskommen. Und das spiegelt sich aber natürlich auch in der Politik wider. Wenn man bedenkt, dass jetzt jahrelang der islamistische Terrorismus das Top-Thema war, obwohl in Deutschland natürlich viel, viel mehr Menschen durch rechtsextreme Gewalt gestorben sind, dann ist das einfach nur kurios. Also es gibt ja verschiedene Statistiken seit der deutschen Wiedervereinigung 1990. Die Amadeo-Antonio-Stiftung sagt, es sind sehr klare Zahlen, 180 Menschen, rund 180 Menschen sind an der Folge rechtsextremer Gewalt gestorben. Und die polizeiliche Statistik weist parallel dazu im selben Zeitraum nur runde 60 aus. Es gibt inzwischen eine journalistische Recherche, die besagt, es sind mindestens 149 Todesopfer. Man fragt sich, woher kommt diese Differenz von Dutzenden Todesopfern? Und ich möchte aber auch nochmal auf die V-Leute zurückkommen, weil die sind natürlich schon ein zentrales Problem. Es gab in der Vergangenheit auch Fälle, wo zumindest der Verdacht aufkam, dass V-Mann-Führer, also jetzt unabhängig vom NSU, dass V-Mann-Führer des Verfassungsschutzes auch ihre V-Leute vor Ermittlungen der Polizei gewarnt haben. So einen Fall gab es in Nordrhein-Westfalen beispielsweise. Der ist auch nie strafrechtlich verfolgt worden, weil die Identität des V-Mann-Führers vom damaligen Innenminister geheim gehalten wurde. Damals war es ein Rechtsextremist, der Blatt und andere Konzerte in Belgien mitorganisiert hat und wohl auch in Drogen- und Waffenhandel verwickelt war. Und da ist eben während einem anderen Prozess rausgekommen, dass dem sein V-Mann-Führer ihn, das haben Abhörprotokolle wohl ergeben, ihn gewarnt hat vor den polizeilichen Ermittlungen. Und da muss man einfach mal grundsätzlich sagen, mit V-Leuten schwerpunktmäßig zu arbeiten in der Ermittlung im Bereich des Rechtsextremismus, das ist einfach schlecht. Denn V-Leute sind Nazis und diese Nazis werden vom Staat bezahlt. Der Verfassungsschutz will den Schutz der Verfassung sicherstellen, indem er Nazis Nazis beobachten lässt. Das ist schon mal per se so grotesk, da braucht man eigentlich gar nicht weiter diskutieren. Die müssten mit verdeckten Ermittlern arbeiten, Beamte ausgebildet, die in die Szene einsickern und die Erkenntnisse sich dort selbst holen. Hätte es die gegeben, glauben Sie, dass dann diese Fälle tatsächlich anders hätten aufgeklärt werden können? Also die Chance wäre mit Sicherheit größer gewesen. Um es mal einem konkreten Beispiel zu sagen, wenn ein V-Mann, also ein Nazi, bei einem Nazi-Konzert ist, dann trifft er sich ein paar Tage später mit seinem V-Mann-Führer und gibt ihm die Informationen, die er ihm erstens geben will, zweitens, die er ihm überhaupt geben kann. Kann ja sein, er hat zu viel Alkohol getrunken, weiß gar nicht mehr genau, was da gelaufen ist. Wenn Sie da jetzt umgekehrt aber mit einem verdeckten Ermittler drin sind, dann kann der zum Beispiel, ähnlich wie ich es auch gemacht habe, mit Aufnahmegeräten arbeiten. Er kann Straftaten dokumentieren, sei es im Ton, sei es im Bild. Handhaben. Ja, genau. Und damit ist natürlich eine ganz andere Rechtsgrundlage da, um dann auch die Szene vor Gericht oder mit Ermittlungsverfahren zu verfolgen.
finde ganz wichtig, was Frau Högel dann trotzdem gesagt hat, dass es dann schon tatsächlich, in was das alles münden kann. Aber der Herd liegt natürlich im Zweifel bei uns allen. Und das war auch das, was Semir Şimşek in ihrer Rede als Ausblick gesagt hat. Wir alle müssen uns fragen, wie wir künftig damit umgehen können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir uns allein bewusst machen, dass bis November 2011 von Dönermorden die Rede war. Das ist durch die Medien entstanden. Aber fragen Sie, und bitte fragen Sie jetzt nicht uns hier in der Runde, fragen wir ganz allgemein, wer sich an dem Begriff gestört hat über die Jahre hinweg. Ja. Und damit geht's los. Und ich glaube, das erfordert einen derart kritischen Umgang. Und Sie haben diese beiden Säulen eigentlich jetzt sehr schön genannt. Da muss sehr, sehr gearbeitet werden, und zwar von jedem Einzelnen. Um noch mal kurz zu V-Männern und damit auch zu der politischen Rolle zu kommen, was denn jetzt noch mal getan werden kann. Das ist eben wirklich sehr, sehr schwierig, da was festzuzurren und zu sagen, wie kann man verhindern, dass sowas noch mal passiert. Ja, ich meine, dafür haben wir natürlich alle keine Garantie. Wir werden als Untersuchungsausschuss Vorschläge machen, und dazu gehört natürlich eine Reform des Verfassungsschutzes. Ich kann die Menschen verstehen, die sehr, sehr skeptisch in Richtung Verfassungsschutz sind. Ich bin nicht dafür, ihn abzuschaffen, sondern so umzugestalten, wie Sie das auch noch mal gesagt haben. Er soll unsere Verfassung schützen. Das heißt, wir müssen insbesondere das System der V-Leute ganz grundlegend überarbeiten. Mhm. Die Auswahl, die Bezahlung, die Führung von V-Leuten. Das, was ich bisher im Untersuchungsausschuss gesehen habe, war schlichtweg indiskutabel. Aber sollten V-Leute bleiben? Herr Kuban sagt dir, am besten gar keine, sondern Beamte, die undercover ermitteln. Ich würde sagen, sie sollen erst mal bleiben. Aber wir müssen natürlich wissen, das sind keine netten Menschen, wenn man Leute aus der Szene heraus anwirbt. Und wir haben auch Fälle gefunden, in denen sich der Eindruck aufgedrängt hat, dass nicht der Verfassungsschutz die V-Leute geführt hat, sondern die V-Leute den Verfassungsschutz geführt haben, und zwar an der Nase herum. Und wo auch so viel Geld geflossen ist, dass die rechtsextreme Szene massiv finanziell unterstützt wurde. Ja? Oder V-Leute sogar noch stärker in die rechtsextreme Szene reingedrückt wurden und ermuntert wurden, bestimmte Dinge auch zu machen. Also ich bin skeptisch und kritisch beim System der V-Leute, glaube aber, wir können es reformieren, besser machen durch eine bessere Führung. Und als Parlamentarierin sage ich natürlich auch, wir müssen den Verfassungsschutz viel stärker kontrollieren. Es gibt keinen transparenten Geheimdienst, aber er muss viel stärker in die Öffentlichkeit. Was sind seine Aufgaben? Welche Schwerpunkte hat er? Welche Ziele verfolgt er? Das will ich auch in die öffentliche Debatte holen und eben auch parlamentarisch kontrollieren. Er muss raus aus der Blackbox, wie Sie es eben beschrieben haben. Glauben Sie, dass der NSU-Prozess dazu führen kann, dass Behörden, Deutschland, die Gesellschaft sich eine Brille zuschaffen kann, mit der man nicht mehr so ganz schlecht sieht auf dem rechten Auge? Es kann vielleicht dazu beitragen, dass das Thema ein bisschen, also dass die Menschen sich ein bisschen mehr sensibilisieren. Aber dass die Gefahr Rechtsextremismus wird dadurch nicht leichter erkannt werden, allein durch diesen Prozess. Ich glaube, allein der NSU-Prozess wird nicht dazu reichen, dass man sich dem Thema mehr widmet. Es gibt ein Problem, ich glaube, auch in der Gesellschaft. Sie haben gesagt, das eine Buch, es hat sehr viele Menschen erreicht. Und wenn die Debatte anfängt, das darf man ja wohl noch sagen dürfen, dann denke ich, allein unter diesem Deckmantel werden so viele Ressentiments geschürt, das möchte man gar nicht mehr hören. Der Prozess wird am 6. Mai mutmaßlich, so wie die Planungen jetzt sind, beginnen. Wir werden schauen, ob Sie dabei sein können. Sie hatten zumindest geklagt, aber ist es jetzt wieder alles offen? Ja, also wir hatten geklagt. Wir haben ja auch Recht bekommen wegen diesem fehlerhaften Akkreditierungsverfahren. Natürlich hoffen wir jetzt dabei zu sein, aber ich denke mal, hier ist die Hauptsache, dass türkische Medien dabei sein müssen. Überhaupt vertreten sind, richtig. Ob das jetzt Sabah, Hürriyet oder eine andere Zeitung sind. Das ist im Moment zweitrangig. Herzlichen Dank für die Diskussion hier sehr in der gerne. Phoenix-Runde. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.